Oh, Izzy, komm schon, wir müssen campen gehen. Lars und ich warten die ganze Zeit schon auf dich. Izzy, steh jetzt auf. Mann, wir sind jetzt über den ganzen Ozean gefahren und du schläfst die ganze Zeit schon wieder. Pass auf, es ist Campingzeit. Was, eine Bruchlandung? Gar nicht. Wir haben einfach nur den Anker gesetzt, Mann. Aber Lars ist gefahren, daran liegt das. Ey. Na toll, Lars. Na, pass auf. Ich kann das. Nee, hört mal zu, ich habe hier ein paar Sachen drin. Wir können jetzt endlich unsere Campingsachen rausnehmen. Jeder nimmt seine Campingsachen raus. Meins. Nein, Izzy, nicht. Nein. Ich würde sagen, jeder nimmt Ich nehme das Grüne. Hey! Okay. Ja, ich nehme das Grüne. Dann nehme ich auf jeden Fall. Oh, ich nehme noch einen Rucksack mit. Wir haben noch Bärenfallen dabei. Jeder darf eine Lampe mitnehmen. Rucksack, dann noch eine Latte. Oh. Marshmallows! Bisschen Kohle noch. Oh, ich will auch Marshmallows. Oh, wir haben noch Lockseeds. Kohle, für was brauchst du denn Kohle, Mann? Oh, Marshmallows. Jeder darf sich noch ein paar Marshmallows mitnehmen. Oh, eine Fishing Rod. Wer hat die genommen? Ich habe die Bärenfallen genommen. Aber warte, ich kann euch noch ein paar Bärenfallen gleich geben. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen jetzt erstmal an Land, oder? Dann kann Lars da nämlich reinlaufen. Warte mal, ich nehme mal kurz dieses Boot hier. Sag mal, haben wir eigentlich nur ein Bötle? Oh, tut mir leid, Lars. Nur Izzy und ich fahren weg. Ich hab auch ein Boot, guck mal. Echt jetzt? Oh mein Gott, du hast einfach auch ein Boot. Oh, lol, crazy. Du driftest sogar. Oh Mann, Alter. Also, das ist jetzt irgendwie so eine Art, irgendwie dunkler Wald oder sowas in der Art. Aber wir haben jetzt unsere Spezialausrüstung dabei. Jetzt hat jeder von euch nochmal eine Bärenfalle. Falls uns ein Bär angreifen soll, dann sollt ihr mit eurer Rhinoceros-Unterhose, müsst ihr dann irgendwie gegen den Bär kämpfen. Nein, Lars, mach das nicht. Wir können uns damit verletzen. Weil wenn sich einer von uns damit... Oh mein Gott, du hast dich verletzt. Oh Mann. Warte, komm mal mit. Wir müssen uns jetzt ein Lager da drin suchen. Ja, die kriegst du jetzt nicht mehr, glaube ich, weg. Lars blutet jetzt erstmal eine Zeit lang. Selber schuld. Das findest du witzig, ne? Ja, klar. Ey, guck mal, hier ist sogar schon was. Oh, guck mal, hier waren schon Leute, die gecampt haben, so wie es aussieht. Vielleicht ist da noch jemand. Hallo? Hallo? Guten Tag. Alter, hier sind Köpfe, hier ist Lars. Alter, da ist ein... Junge, Lars. Da wurde deine Großmutter gerade getötet, Mann. Ja. Crazy, Alter. Finde ich nicht witzig. Großmutter Gertrud war eine tolle Frau. Großmutter Gertrud wurde hier einfach aufgespießt, Mann. Sind da irgendwelche Sachen noch in den Kissen? Und eine Map ist hier noch. Echt, eine Map? Willst du die Map? Crazy, Alter. Oh, warte mal, vielleicht bringt mir die... Das ist ja übelst cool hier. Ist der Schatz des fliegenden Holländers vergraben. Der Schatz des fliegenden Holländers? Das ist, glaube ich, nur ein Haufen Kacke. Oh, das kann ich mir, glaube ich, gleich in den Rucksack reinpacken. So, warte mal, wenn ihr euren Rucksack übrigens an erster Stelle hinpackt, dann habt ihr den Rucksack auf dem Dings hinten dranhängen. Auf dem Rucksack. Cool eigentlich. Auf dem Rucksack? Habt den Rucksack auf dem Rucksack. Sache. Ja, pass auf, ich habe eine coole Sache für euch. Ich kann euch jetzt erstmal ein paar kleine Sitzsäcke hier hinhauen. Ich würde mal sagen, wir platzieren uns einfach mal hier hin. Mal, jeder kann sich jetzt mal hier so einen kleinen... Da kann man doch gar nicht drauf. Natürlich kannst du dich da drauf setzen. Das geht. Guck, du kannst dich da... Wollen wir uns nicht einfach ans Feuer setzen? Nein, wir machen uns doch unser eigenes Feuer, Lars. Bist du denn von Sinnen? Pass auf, ich erkläre euch, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt erstmal... Das sind doch fremde Zelte und so. Und wir haben jetzt... Guck mal, oh, wer hat das hier gerade aufgestellt? Das war ich. Echt jetzt? Cool. Soll ich euch mal erklären, wie sowas angeht? Dafür brauchen wir später aber auch noch ein bisschen Feuer. Möchte einer von euch sich schon mal bereit erklären, Lagerfeuerholz zu holen später? Ich bin noch nicht am Sammeln. Das kann ich machen. Okay, dann geht ihr beide später. Ich sammle schon ein bisschen. Nee, pass auf, ich zeig euch jetzt kurz einen Trick. Ich zeig euch jetzt einen Stick. Einen Stick zeige ich euch Stick, jetzt. Wow, ja. Pass auf. Ich zeig euch was. Jeder von euch kriegt einen Stick. So. Und mit diesem Stick machen wir jetzt was richtig Cooles. Wir werden jetzt mit Rechtsklick auf dieses Lagerfeuer die ganze Zeit draufdrücken. Und dann werden wir das mit unserer Kraft sozusagen anmachen. Mit Reibung, verstehst du? Komm, Rechtsklick. Guck, es brennt. Wow. Es brennt. Alter. Cool, ne? Es funktioniert richtig gut, gell? Alter, unser erstes richtiges Lagerfeuer. Und wir können, übrigens unsere Zelte aufschlagen. Wo wollen wir pennen? Du stehst auf den Kopf drauf, Izzy. Izzy, geh runter von dem Kopf. Izzy, du darfst nicht auf den Kopf draufstehen. Das ist ein fremder Kopf. Oh nein, es tut mir leid. Wollen wir unsere Zelte aufschlagen? Ja, lass machen. Okay, pass auf. Ich penne dann, glaube ich, einfach mal hier. Yeah. Mega, das pinke Zelt. Hat jemand von euch die Schlafsäcke mitgenommen? Wir haben doch auch Schlafsäcke dabei gehabt. Oh, ich habe einen Schlafsack mitgenommen, Hier kann ich mich nicht hinsetzen. Hast du einen Schlafsack nur mitgenommen? Weil es gab, glaube ich... Ich habe nur an mich gedacht. Ach so, echt jetzt? Warte mal, hast du noch ein paar Schlafsäcke mitgenommen? Nein, ich habe keine Schlafsäcke. Ich habe auch keinen Schlafsack. Hey, Lars, bist du dir ganz sicher, dass du wirklich nur einen Schlafsack mitgenommen hast? Ja, ich habe gedacht, ihr nehmt eure mit. Oh nein, jetzt haben wir unsere Schlafsäcke vergessen. Okay, Lars, holst du die noch mal kurz? Alles klar. Ich hol kurz Schlafsäcke. Wir können so lange. Ich hab die Schlafsäcke. Cool. Hast du die Schlafsäcke schon geholt? Oh, perfekt, ich hab Lars. Die Schlafsäcke. Alter, vielen Dank, Lars. Ey, habt ihr noch übrigens eure Laternen? Ich hab nämlich eine Laterne zu viel, glaube ich. Izzy, ist das deine?
Ich hab eine. Hast du auch eine, Lars? Hast du eine Laterne? Ich, nein. Oh, ja. Oh, du hast mir gleich einen Schlafsack reingelegt. Ey, danke, Lars. Hier ist eine. Hey, cool. Gerne. Oh, das ist dein Schlafplatz. Kannst du mir eine Laterne hingelegt? Kannst du mir eine Laterne hier hinlegen? Ich bin voll im Dunkeln. Ja, klar, ich kann dir eine Laterne. Oh, stimmt, du schläfst hier voll im dunklen Wald, Lars. Alter, crazy. Guck mal, die Laterne hilft voll. Guck mal, wie hell die ist. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Wir müssen uns irgendwie so ein bisschen aufteilen. Also, was haben wir jetzt noch? Ja, wir haben noch Marshmallows, die können wir später essen. Ich kann uns nochmal ein besseres Campfire bauen aus so ein bisschen Stein und sowas in der Art. Und ihr geht ein bisschen Holz sammeln, oder wie? Wollt ihr Holz sammeln und ich mache uns ein besseres Lagerfeuer? Ja, okay. Wollen wir das machen? Okay, okay, gut, ja, okay. Alles klar. Dann schaue ich nochmal kurz. Bei mir, ich habe Angst. Okay, ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt ein besseres Lagerfeuer oder so bauen, weil irgendwie ist dieses Lagerfeuer nicht so gut genug. Das heißt, ich nehme es hier kurz weg, zack, und dann machen wir einfach mal so ein kleines Campfire-Ding hin. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit Kohle befeuere, dann funktioniert das auch wunderbar. Oh, das ist jetzt sogar... Habe ich gerade irgendwas gehört? Scheint okay zu sein. Also auf jeden Fall ist dieses Campfire irgendwie auf jeden Fall besser. Vielleicht können wir da auch irgendwelche Sachen verbrennen, wie zum Beispiel eine Angel. Hey, ich könnte theoretischerweise auch eine Runde angeln, wenn wir hier einen kleinen Teich oder sowas in der Nähe hätten. Hallo? Ich habe doch irgendwas gerade gehört, kann das sein? Nee. Auf jeden Fall, ich könnte jetzt, glaube ich, noch ein paar kleine Überraschungen machen. Und zwar kann ich nämlich einfach für Izzy und Lars ein bisschen was angeln. Und dann später haben wir einfach einen richtig leckeren Fisch oder sowas am Start. Und dann können wir einen richtig niceen Barsch oder sowas essen. Oh je, ich habe nämlich gehört, bei diesen tropischen Inseln dürfte es immer super leckere, tolle Fisch geben zum Essen und sowas. Hallo, wer trinkt da? Izzy? Lars? Seid ihr wieder da? Habt ihr Wasser gefunden? Hä? Okay, komisch. Das war wahrscheinlich einfach nur Einbildung oder sowas. Na, ich muss jetzt erstmal einen Fisch fangen oder sowas. Alter, das war ja gerade voll komisch. Ich habe irgendwie mir wirklich... Hä? Izzy, Lars? Seid ihr das? Hä, wer schießt hier mit Pfeilen? Oh Mann, jetzt wird es langsam schon dunkel. Irgendwie sollten die mal wieder zurückkommen. Lars? Izzy? Seid ihr das? Oh mein Gott, da ist ein... Oh mein Gott, aua, ich bin in die Dings reingetreten. Hey, du kleiner Hund. Aua, ich bin in meine eigene Bärenfalle reingetreten. Mann, wer hat denn die hier aufgemacht? Lars, Izzy. Es ist irgendwie nicht so witzig. Ich habe ein neues Lagerfeuer gemacht. Wir können Marshmallows machen. Lars, Izzy. Habt ihr da gerade eben getrunken und die Blöcke abgebaut? Hallo? Oh nein. Ich hätte die vielleicht doch nicht zu zweit einfach so Holz schicken lassen sollen, weil jetzt bin ich alleine, Mann. Oh, ich muss unbedingt das Feuerdings hier anmachen, damit ich wieder ein bisschen Licht habe. Izzy, Lars, hört auf, hier Sachen abzubauen. Wo seid ihr? Da. Oh. Seid ihr das? Izzy? Oh Mann. Lars. Oh mein Gott, Lars. Alter, warum habt ihr das gemacht? Ich hab Izzy verloren. Ich hab Izzy verloren. Warum habt ihr das gemacht, Mann? Was denn gemacht? Ich hab doch den Weg nicht zurückgefunden. Ja, wahrscheinlich was gemacht. Ihr habt hier die ganze Zeit getrunken und irgendwelche Sachen abgebaut und versucht, mir Angst einzujagen. Das war überhaupt nicht witzig, Mann. Und wo ist Izzy jetzt? Alter, hör mir zu. Ich hab das Gleiche gehört wie du. Ich war auch... Izzy ist einfach weg. Izzy ist verschwunden. Ich hab sie auf dem Weg verloren. Nein. Ich veräppel dich nicht. Mach mal bitte Feuer an, bitte. Hey, ja, warte, ich mach an. Ich hab eine bessere Möglichkeit, um Feuer zu machen. Guck, jetzt haben wir mehr Licht. Alter, Mann, ich hab noch eine Laterne, warte, die kann ich bei mir nochmal aufstellen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hör's auf. Hast du sie verloren? Ich weiß nicht, ja, sie war da und dann war sie weg. Wo hast du sie denn verloren? Im Wald oder wie? Beim Holzsammeln? Ich weiß es nicht, wo, ja. Aber du hast hier nicht getrunken oder was? Und nein. Keine Blöcke abgebaut? Ich war das nicht. Wer war das dann? Ich hab das ganz genau gehört. Alter, glaubst du irgendwie, dass hier vielleicht noch jemand ist? Also, kannst du dir das wird vorstellen? Das wird doch die Zelte hier erklären. Oh Mann, Alter, glaubst du, wir haben uns also irgendwie so einen schlechten Platz zum Zelten ausgesucht? Vielleicht ist hier ja jemand, der irgendwie, ich weiß nicht, dem das nicht gefällt. Wollen wir Izzy suchen gehen? Wollen wir... Hörst du das? Ja, ich hab das Gefühl, Izzy ist weg, Mann. Ich hab hier Marshmallows. Wollen wir Marshmallows einfach alleine machen? Nicht umdrehen. Warum nicht? Dreh dich nicht um. Was dreh dich ist nicht denn? Um. Nicht umdrehen, ich hab gesagt, nicht umdrehen. Oh mein Gott, Lars, das ist der Killer. Was macht der hier? Ich hab gesagt, du sollst dich nicht umdrehen. Oh mein Gott, warum sitzt der da? Warum sitzt der da, Lars? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er... Gib ihm mal ein Marshmallow, gib ihm mal ein Marshmallow. Vielleicht lässt er uns in Ruhe. Vielleicht will der einfach nur... Aber pass auf, es ist ein Killer. Oh mein Gott, Alter, der hat ein Schwert dabei. Der hat den Marshmallow genommen und geht damit. Alter, Lars, wir müssen richtig aufpassen.
Wir müssen. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir zusammenbleiben? Okay, warte. Lass mich. Ich mach mir. Oh mein Gott, er ist hinter mir. Wo ist er? Oh mein Gott, Lars, er greift dich an. Oh mein Gott, Lars, renn. Oh mein Gott, oh. Lars. Oh nein. Alter, wahrscheinlich wurde Izzy auch getötet vom Killer. Und Lars auch. Oh nein. Und was ist mit mir jetzt? Killer? Hallo? Killer? Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Ich fahre wahrscheinlich wieder mit dem Boot nach Hause. Ich muss das Boot nehmen. Oh mein Gott. Alter, da sitzt er. Okay. Der Killer hat Izzy und Lars geholt und ich muss jetzt wahrscheinlich wieder alleine nach Hause fahren. Oh oh. Das war wirklich schon echt schlimm, Mann. Alter. Ich glaube, ich muss jetzt nach Hause fahren und irgendwie Hilfe holen. Irgendwas. Oh mein Gott.